Hi und herzlich willkommen auf dem Kanal von PR Snakes. Ich heiße Philipp und im heutigen Video stelle ich euch unser bisher größtes Gelege vor. Und zwar stammt dies aus einer Teppichpython-Verpaarung von einem Karamell-Jaguar-Weibchen mit diesem wunderschönen Männchen. Nein, die Farben sind nicht bearbeitet, die sind auch in Real Life so. Diejenigen von euch, die schon bei uns waren, können das auf jeden Fall bestätigen. Der ein oder andere hat schon gesagt, Mensch, das wäre doch das perfekte Maskottchen für den BVB. Es ist wirklich ein rein gelb-schwarzes Tier, unheimlicher Kontrast. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Immer wieder habe ich, nachdem ich ein paar Bilder von diesem Männchen hier gepostet habe, Anfragen bezüglich Jungtieren von diesem Männchen erhalten. Wie gesagt, er ist der Vater des Geleges und er ist ein Morelia Spilota Chiny aus der German Bloodline. Den alten Hasen in der Szene wird dieses German Bloodline sicherlich einige sagen, beziehungsweise auch der Ursprung, wo diese Tiere herkommen. Man sieht das Tier ist jetzt 6 Jahre alt. Und von der Größe her für einen Teppichpython relativ kleinbleibend. Ja, also was wird der haben? Der wird maximal 1,20 Meter bis 1,30 Meter haben. Länger ist der nicht. Aber umso besser. Man kann ihn wunderbar handeln. Man sieht, das ist überhaupt gar kein Problem. Und wie man sieht, die Farben sind einfach nur fantastisch. Ja, im vergangenen Jahr 2021 haben wir schon mal die Verpaarung angestrebt, jedoch nur mit mäßigem Erfolg. Es war dann wirklich so, das Weibchen, das allergleiche Weibchen, was dieses Jahr uns eben dieses super Gelege beschert hat, hat uns ja fast 24 oder 25 Wachseier gelegt, darunter 2 bis 3 befruchtete gute Eier, worauf 2 während der Inkubation abgestorben sind und wir nur noch ein Jungtier aus diesem Gelege geschlüpft haben. Dieses Jungtier entwickelt sich nun prächtig. Ich blende euch dieses Tier jetzt eben mal ein. Wir vermuten eben, dass es ein Karamell-Jaguar mit dem Chiny und German Bloodline-Einfluss ist. Dadurch, dass dieses Tier jetzt bald 1 Jahr alt wird, fängt es so langsam mit der Umfärbung an. Das ist ja bei den Teppichpython auch altbekannt. Im Jungtierstadium manchmal noch wirklich blasse Farben, aber wenn man sieht, wie so ein 6 Jahre altes Männchen aussieht, dann wartet man wirklich mal gern 1-2 Jahre, bis die Umfärbung wirklich vonstatten geht, um sich genau eben so ein Tier zu Hause halten zu können. Also dieses Männchen werde ich, weil ich schon häufig Anfragen bekommen habe, ob ich das abgeben werde, im Leben nicht abgeben, auf gar keinen Fall. Wenn man sich diese Qualität einmal anschaut, dann will man das nicht aus seinem Terrarium verbannen, ganz klar. Und vom Wesen, wie schon erwähnt, super gut zu handeln. Also man sieht, man muss einfach nur ruhig mit den Tieren arbeiten. Auch wenn ich diese Tiere nie oft handle, sind sie dennoch ja, relativ ruhig auf der Hand. Einfach nur keine schnellen Bewegungen, dann ist das gar kein Thema. Aber um zum eigentlichen Thema zu kommen, wir haben diese Verpaarung nochmal wiederholt. Und zwar Ende 2021, im Dezember, haben wir wieder dieses Männchen mit unserem Karamell-Jaguar-Weibchen verpaart und es hat auch wieder alles auf eine Trächtigkeit gedeutet. Und ich müsste mal kurz spicken, am
1.4. war es dann soweit. Es war kein April-Scherz, genau. So rum war das. Dieses Weibchen hat uns 27 wunderbare befruchtete Eier gelegt. Und wir waren erst am Grübeln, dadurch, dass es letztes Jahr nicht so gut geklappt hat, ob das eben am Männchen lag. Das Ganze wollten wir dann nochmal austesten. Und ja, 27 Eier, kein einziges Wachsei. Das spricht eben für eine gute Fruchtbarkeit von diesem Chinese German Bloodline. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal in die Box, was da am Schlüpfen ist und gucken uns die mal genauer an. Ja, hier ist einmal unsere Inkubationsbox und hier haben wir das besagte Gelege. Der ein oder andere, der jetzt wahrscheinlich nachzählen wird, wird gar nicht auf 27 Eier kommen. Das hat den Grund, dass, wie man hier sieht, in dem mittleren sich schon der ein oder andere Teppichpython komplett aus dem Ei bewegt hat. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aktuell noch aus den Eiern schauen. Einer ist auch jetzt wohl gerade währenddessen komplett aus dem Ei gekommen. Wir haben jetzt Ende Mai und es sind fast die 60 Tage rum, also es sind so 57, 58 Tage. Und vor 2 Tagen hat das ganze Gelege dann eben angefangen zu schlüpfen, beziehungsweise der erste hat seinen Kopf aus dem Ei gestreckt und das ist dann immer das Zeichen, jawohl, die anderen werden bald nachfolgen. Ja, wie man sieht, haben wir eigentlich alle Eier beieinander gelassen und wir haben sie nicht getrennt. Dadurch, dass die Inkubationsbox ja relativ hoch war oder hoch ist, hat sich das gut angeboten. Wir wollten jetzt nicht alle 27 Eier trennen, das wäre ein Riesen-Act gewesen. Diese kleinen Teppichpython-Eier sind im Vergleich zu, weiß nicht, Königspython-Eier wahrscheinlich ein Drittel. Demzufolge auch das häufig geringere Schlupfgewicht. Ja, und dann, wenn natürlich so ein Köpfchen aus dem Ei sich streckt, dann weiß man, warum man das Ganze nochmal wiederholt und erneut versucht hat, mit natürlich jetzt sehr guten und positiven Endergebnis. Es sind zwar noch nicht alle Eier angeritzt, aber wir gehen gut davon aus, dass die auch bald nachfolgen werden. Gerade die Jungtiere, die sich näher an der Heizung befunden haben, sind natürlich auch ein bisschen eher dran beim Schlüpfen. Das ist ganz normal, beziehungsweise die Tiere, die ein bisschen höher liegen, so wie dieses Tier hier, die haben einfach ja, eine höhere Wärme bzw. höhere Temperatur und dann schlüpfen die auch mal gern 1-2 Tage eher. Man sieht jetzt schon, wir haben eine unfassbar bunte Mischung und es wird jetzt ziemlich spaßig werden, die nächsten Wochen diese Mischung zu bestimmen. Wir werden sicher den einen oder anderen da auch um Rat fragen, um was es sich genau handeln könnte, aber farbliche Variationen sind in dem Gelege definitiv unheimlich gegeben. Ja, und wie man hier sieht, wenn ich hier mal bei den ganzen 5er Eiklumpen hier nehme, der eine versteckt sich schon wieder, zieht sich wieder hier rein, man sieht die Luftbläschen. Der andere kommt, glaube ich, gar nicht mehr rein, weil er seinen Kopf gerade so durchgestreckt hat. Der in der Mitte ist schon verschwunden. Ich nehme an, dass es sich um dieses Jungtier handelt, bisher auch das größte, der sich jetzt hier unten rein verkriechen möchte. Das werden wir mal kurz dran hindern. Ja, und eben die Inkubationszeit verlief problemlos, muss man wirklich sagen. Am Anfang hatte man kurz mal gedacht, dass das ein oder andere Ei das Schimmeln anfangen wird. Aber da gibt es auch einen kleinen guten Trick. Besorgt euch einfach entweder Kohletabletten, die kann man mörsern und auf ja, schimmelbehaftete Oberfläche streuen. Und es wirkt dann eben den Schimmelwachstum. Das ist wirklich ein guter Trick. Hat jetzt schon das ein oder andere mal sehr gut geklappt. Man sieht es hier relativ gut. Das Ei ist wirklich farblich auch verändert gewesen. War noch ziemlich dunkel. Darauf haben wir einfach Kohle bzw. Kohletablette zermörsert und Kohle drauf gegeben. Und dann hat es eben den Schimmelwachstum gehemmt. Und wie man sieht, schlüpft trotzdem ein gesundes Jungtier daraus. Alle Eier sind von alleine aufgeschnippelt worden, von den Jungtieren selbst. Wir haben keine Schlupfhilfe gegeben. Das ist ja auch immer ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Sowohl in den sozialen Medien als auch überall
Auch wenn das wirklich so ein bisschen danach aussieht. Man sieht es hier relativ gut. Die Jungtiere setzen mehrere Schlitze und versuchen dann eben darüber hinauszukommen. Wie man hier sieht, der hat sich auch ein relativ großes Löchle gemacht und wird auch die nächsten 1-2 Tage rauskommen. Das ist ein unfassbar in Real Life rotes Jungtier. Da bin ich mal wirklich super gespannt, wie da die farbliche Entwicklung sein wird. Ja, im Newsletter habe ich schon angekündigt, vor gut 2 Monaten. Natürlich werden wir nicht 27 Teppichpythons behalten können. Das ist ganz klar, auch unser Platz ist limitiert. Von daher, wenn die Tiere futterfest sind, werden wir schauen, welche Tiere wir als Holdback behalten werden. Und dann wird auf jeden Fall das ein oder andere Tier auch den Weg in den Shop finden. Da dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Ich werde es vielleicht hier irgendwo mal einblenden. www.pr-snakes.de. Der eine oder andere wird wahrscheinlich schon vorher versuchen, sich ein Jungtier von diesem Gelege zu reservieren, weil wenn man den Vater eben gesehen hat, dann weiß man, welches Potenzial eben in der German Bloodline so steckt. Jetzt nehme ich hier nochmal das ganze Konvolut an Eier hoch. Hier sieht man auch, hier sind auch noch 2 leicht offen. Der eine spitzt schon. Sogar ein Bubeck gewesen, also ja, ein Teil Wachsei und der Rest war befruchtet. Besonders kleines Ei, da freut man sich umso mehr, dass jetzt schon der Kopf rausschaut. Und insgesamt sind wir sehr, sehr zufrieden mit diesem Gelege. Jetzt dauert es einfach nur noch ein paar Tage gedulden. Und ich lasse euch noch ein paar Impressionen da. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und schaut gerne mal auf unserer Seite vorbei. Ja, jetzt habe ich euch auch nochmal so ein paar unterschiedliche farbliche Variationen gezeigt, nebeneinander. Ich fand das ganz interessant, musste dann auch noch ein Foto machen, weil ich das so schön fand, eben diese verschiedenen Farbstufen. Gerade auch der Einfluss von dem German Bloodline wird bestimmt bei dem ein oder anderen Tier nach einem Jahr exorbitant intensiv sein. Da freue ich mich schon wirklich sehr auf die Umfärbung. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr gerne mehr von den jungen Teppichpythons sehen möchtet, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ihr dürft auf jeden Fall auch kostenlos den Kanal abonnieren. Jede zweite Woche freitags gibt es eine neue Folge. Und bis dahin checkt auf jeden Fall mal unseren Newsletter auf unserer Seite www.pr-snakes.de aus. Und auf jeden Fall werde ich euch über Social Media, Instagram und Facebook auf dem Laufenden halten, wie sich dieses Gelege entwickelt. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.